MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 14 Ultimate Team. Bei mir zu Gast der Herr Goli. Hallo! Ja, und er spielt heute mit seinem Urpils United gegen meine Bully Dudes. An alle Saarländer, Urpils. Ja. Ich wollte ihn nicht gleich mit meinem Bronze-Team vernichten. Ja, deswegen nimmst du jetzt besser erstmal das da. Ja, Toni Kroos! Toll, du hast Alaba in Form. Und Reus, oh je. Ah, dein Team ist schon ganz gut. Deins auch. Ah, dein Sturm ist nicht ganz so stark, aber ich glaube, das passt schon. Wen hattest du da? Ich habe nicht mehr genau gesehen. Mein Sturm ist nicht so stark, aber ich brauche auch nichts Stärkeres, weil ich mit denen immer treffe. Ja, ja. Am besten auch mit Flanke rein, bumm, drinne. Was? Flanke und Kopfball rein, fertig. Ja, der, das am besten ist hier, das Gefühl. Wie heißt er denn jetzt? Diouf, der hat bei mir 54 Scorerpunkte in 33 Spielen. Okay. 19 Vorlagen, glaube ich, und der Rest Tore. Aber du hast Alaba in Form. Ich habe dir ja gesagt, du musst warten, bis du ihn verkaufst. Und jetzt spielst du die ganze Zeit mit dem. Ja. Aber der ist jetzt schon 700.000 wert. Das gibt's gar nicht. Oh, es ruckelt ein bisschen irgendwie bei dir. Ja, Internet halt, ne? Echt so mega krass. 700.000. Ja, das ist echt nicht mehr normal. Ah, scheiße, gut, ist dein Internet. Da konnte ich echt nicht reagieren. Was? Da konnte ich überhaupt nicht reagieren. Ja. Jetzt machen jetzt hier alles im Internet fest. Aber es ist schon nicht mehr normal, wie ich kann gar nichts machen. Das da beeinflusst wird. Was? Ich kann überhaupt nichts machen. Es ruckelt so heftig. Ich kann nicht mehr reagieren. Ich weiß nicht, wo du hin wirst, wo du hinläufst. Ich kann, selbst wenn ich mitkriege, laufen meine Spieler noch eine Viertelstunde lang in eine andere Richtung. Weil das ja noch über deine Leitung ruckeln muss. Ach, der wollte doch in die andere Richtung, ja. Hm. Nö. Alter. Ey, mach dein Internet zu, Mann. Mach die Pornos aus. Ja, der ist bei eh drin. Ich kann überhaupt nichts gegen machen. Was ist denn das? Ich mach doch gar nichts. Was? Ich sehe hier nur. Ich kann nicht mal schießen, ey. Was ist das für eine Scheiße? Ich glaube, wir dürfen nicht miteinander reden. Das hält dein Internet nicht aus. Ist nur eine Holzleitung. Ja, wir müssen ruhig sein. Oh, im Ernst. Wie kann er... Ey, was ist das denn für eine Torwartaktion, ey? Im Ernst. Ey. Wie ist das denn möglich? Also, mega Bock des Keepers. Dem bist du ja nicht mal ausgewichen. Der ist einfach nur daneben gesprungen. Ich hab gerade Flupfen. Also, ja, da war nix. Da war überhaupt nix an Skill nötig. Der ist einfach der Keeper doof. Einfach daneben gelaufen. Ja, tschüss. Hau rein. Mach's gut. Bis nächste Woche. Ich hab heute Trainingsschluss. Aber dass die Preise so steigen, liegt einfach nur an der Hyperinflation, die wir da bei PC. Und dass ich hier nicht treffe, liegt einfach daran, an der Hyper überhaupt nicht Internet davon. Wenn PC auf uns zukommt. Das ist nicht mehr normal. Ich glaube, wir müssen mal auflegen. Sei froh, dass es sowas wie das Internet überhaupt schon gibt. Ja, bei dir ist wahrscheinlich noch mit Rauchzeichen hier oder was? Dann werden die einzelnen Bits rübergeraucht. Hallo. Ja, genau. Ey, das kann man doch nicht spielen. Einfach. Mit dem Teppich so werden die Bilder konstruiert. Oder die Bewegung. Ich kann nichts machen. Ich drücke auf den Knopf und es dauert nochmal 5 Minuten. Bei mir ist alles in Ordnung. Ja, bei dir, schön. Ich bin das gewohnt. Ich weiß schon, wie ich das verbessern kann. Scheiße. Ich weiß aber nicht, warum das so denkt. Ich habe gar nichts. Meine Bandbreite ist nur von mir genutzt im Moment, glaube ich. Naja, aber wir skypen ja. Dein Upload ist weg.
Aber das kann eigentlich auch nicht sein. Ah, deine Verbindung wird gerade besser. Was? Deine Verbindung wird gerade besser. Ich höre dich besser. Wir hatten aber Latenz, hatten wir doch auf 3. Ja. Ja, auf dem ganz, ganz grünen. Jetzt geht's wieder, oder? Ja, gerade. Was? Wofür denn? Ich habe gar nichts getan. Das war aber jetzt dein Luis Gustavo. Das war nicht meiner. Pass auf, gleich platzt mein Vater rein in die Aufnahme. Ja? Guten Tag. Ja, sicher, ich mach leise. Ich habe noch jemanden am Apparat. Nee. Weiß ich auch nicht. Guck, wir haben einen Special Guest. Ja. Ich finde ihn nämlich nicht. Ich weiß es auch nicht, ich bin ein bisschen blind jetzt gerade. Hast du das Auto genommen? Nee, ich habe die hier irgendwo abgelehnt und ich finde sie nicht mehr. Wir nehmen übrigens gerade auf, du bist jetzt live im Internet. Grüße alle Fans. Nee, ich finde ihn nicht mehr. Hier drin ist warm wie Sau. Also er grüßt jetzt alle zwei, ja? Was? Alle zwei Fans. Alle zwei Fans, genau, ja. Ja, Oleg, mein Vater hat Fans. Ui! Ah, es gibt's doch nicht. Oh, es geht wieder los. Was leckt? Es leckt doch gar nicht. Ich mach dich fertig hier. Ich mach dich hier richtig platt, pass mal auf. Steht zwar erst 1-0, aber ich krieg dich noch. Ey, ja, geil, Rückpass. Oh, Rückpass, der hat den Ball gerade noch berührt. Das er hat ihn direkt zurückgeschossen. Der hat aus Versehen den Fuß da hingestreckt. Boah, nee, ich hasse dich. Es ist einfach so behindert. Ich komme überhaupt nicht ins Spiel rein. 1-0, Führung durch Mega-Bock des Keepers. Aber es leckt doch schon gar nicht mehr. Nee, aber ich kann jetzt auch nicht hinterher mehr, also. Das liegt aber nicht am Internet, das liegt an dir. Ja, aber das hat ja auch Auswirkungen, so ein Tor, auf die Moral der Spieler. Ja, das wird's wohl sein. Unser Special Guest hat sich einfach ohne Verabschiedung verabschiedet. So, Leute, für alle Leute, die jetzt gerade denken, oh ja, das kenne ich, mein Vater platzt auf. Wo schießt der denn hin? Aubameyang. Jetzt hör mir doch mal zu. Nee, ich kann nicht gerade. Ich muss mich hier konzentrieren. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Bist auf Urpilz, oh, oder was? Was? Bist auf Urpilz? Ich bin nüchtern, ey. Jawoll! Oh je. Der war aber krass geschossen, Mann. Was? Der war aber krass. Der war richtig heftig. Ich glaube, du wolltest sagen, dass wenn man aufnimmt, jemand immer reinkommt, oder was? Ja, genau. Ich wollte sagen, dass immer wenn man irgendwie was macht, gerade am Zocken ist und gerade keine Zeit für die Eltern hat, kommen die rein. Ja. Standard. Du hast das Problem ja nicht mehr. Doch. Immer noch. Mhm. Das ist bitter. Oh. Nee, das muss echt nicht sein. Die könnten. Ich glaube, ich kaufe mir echt mal so ein Schild. Gerade. Nee. Recording. Oleg. Ich kauf mir so ein Schild, Recording. Ja, nee, du brauchst so eine Lampe. Die wird einfach so. Ja, genau. Und damit wird gleichzeitig der Raum abgeschlossen. Ja, das wäre echt so geil. Und natürlich wäre sehr geil schallisoliert, ne? So ein richtig schallisolierter Raum. Oh, dann hätte ich gar keine Probleme mehr. So richtig hermetisch verriegelt. Ja. Nichts mehr rein, nichts mehr raus. Kannst du 3 Wochen tot drin liegen, keiner geht's mit. Das wäre aber echt so cool. Oh, da kommt's jetzt. Ne, da ist noch ein Verteidiger im Weg. Ja, schon wieder ein Foul. Aber das machen die gut, das von alleine. Also ich laufe ja nur. Guck mal, das ist immer die ganzen Fouls entstehen durch die beknackte Impact Engine. Ja, das stimmt. Nein! Boah.
So wie das da auch. Ich glaube, das nächste Mal muss ich noch diesen Wacklaff Cutledge dazu nehmen. Kennst du den? Cutledge, ja. Den habe ich, Den habe ich in der Karriere mir geholt. Eben... Was? Der ist bei Frankfurt, ne? Ja. Den habe ich mir, 8-mal gekauft und 8-mal wieder verkauft. Und für wie viel plus? Ich habe die so zwischen 5,5 und 6.000 gekauft und jeweils für 7.500 verkauft. Alles gut. Am besten nochmal alle Karten davon auf dem Markt mitnehmen. Ja. Und dann Price fixen. 20.000. Ganz genau. Oh. Aber Schweinsteiger ist da ganz brutal gestiegen im Preis, ne? Ja, das ist alles brutal gestiegen. Das ist total die Abzocke. Ja. Aber das liegt aber nur an den ganzen Cheatern hier. Ja. Ich meine, du kannst... Was? Das ist echt gemein, wenn alle cheaten, und aber du halt ehrlich bist und dann dafür eben ja, nichts mehr dir holen kannst, ne? Aber gut, auf den Konsolen können sie halt nicht so viel cheaten. Ja. Das ist ja das Problem bei den Konsolisten. Und für uns ist es dann viel, viel schlimmer, wenn wir dann hier alles zu tragen haben. Die müssen gucken, dass sie das auf dem PC irgendwie einschränken können. Ja, ich glaube, ich habe gehört, dass sie da schon viele Leute mehr rauskicken oder auch bannen, ne? Also die besonders heftig traden, also die mehr traden, als eben eigentlich sozusagen möglich ist. Ja, aber das ist schon, das können die kaum unterbinden. Das ist ja das Problem. Ja, ja, das ist es. Dann bannen sie dann halt ganz viele andere Leute. Die bannen ja nicht nur die richtigen. Ja, was ich auch gelesen hatte, zum Beispiel gab es ja diesen Duplication-Cheat bei Ultimate Team, dass du halt Items duplizieren konntest. Und da haben sie Leute gebannt, die die Items, oder wollten sie irgendwie zumindest, die Items dupliziert haben, aber auch die diese Items gekauft haben. Also da frage ich mich, ob das jetzt ein Fehler war in der Beschreibung, wer jetzt gebannt werden soll und so weiter. Oder ob sie wirklich Leute gebannt haben, die überhaupt gar nichts davon mitkriegen konnten, so. Also, woher soll man denn wissen, dass das Item hier dupliziert ist? Ja, das stimmt. Du kaufst ein komisch Item, wirst gesperrt dafür. Das ist schon komisch, ja. Oh. Ah, zu rutschig geworden am Ende. Da ist er richtig schnell geworden, der Ball. Aber das ist... Ich weiß nicht, ich bin froh, wenn ich es auf der Konsole zocken kann. Dann kann ich mir zwar keine Coins mehr kaufen, weil die irrsinnig teuer sind, aber das ist ja widerlich, dass die alles so viel kostet. Boah. Was? Hast du voll umgeschmissen, dank Impact Engine, ja. Das ist so typisch. Du kannst aus 80 Kilometern reinflanken. Scheißegal. Da läuft ein Spieler. Es können 20 Verteidiger da sein. Es läuft nur ein Spieler, der trifft immer den Kopf. Das ist so behindert bei FIFA 14. Da sind die Flanken sowas von scheiße. Da geht... Oberpower. Hast du die richtige Einstellung, was weiß ich, und weißt genau so ein bisschen, wie das funktioniert, dann fliegen die immer auf den Kopf, bumm, drin. Zum Beispiel gab es ja auch, ich weiß nicht, ob das immer noch geht, der Trick eben, dass du direkt vom Anstoß Tore schießen kannst. Guck, Flagge drin. Ich kann nichts machen. Ich stehe ja da. Ich habe versucht wegzuköpfen. Du kannst überhaupt nichts machen. Das ist so beknackt. Ja, du kannst sogar von Anstoß Tore machen. Wie meinst du das? Ja, du drückst L1, also L, weiß ich nicht, LB, halt der erste linke Knopf und Pass am Anfang. Ja. Der andere läuft jetzt. Würde er laufen, eventuell. Läuft nach vorne. Ah. Und dann machst du LB Dreieck. Und dann steht er halt schon vorne. So. Und dann schießt einfach nur noch aufs Tor, wenn du da manuell das machst. Das geht perfekt. Das geht richtig perfekt, wenn du es kannst halt. So, du musst nur ein bisschen üben. Du bist so der mega krasse... Oh ey, pass doch jemanden an, der auch irgendwie in deiner Nähe ist. Und wie ich diese Flanken hatte, das ist so behindert. Das Problem hatten sie bei FIFA 12 schon und bei FIFA 11 und bei FIFA 10. Das haben sie dann bei FIFA 13 rausbekommen und bei FIFA 14 ist es nochmal drin. Ja, es ist echt ätzend. Es nervt mich total. Es kann doch nicht sein, dass du einfach nur einen Knopf drückst und in der Mitte steht und wartet eine zwischen 40 Verteidigern und dass der Ball dann immer reingeht. Das ist doch richtig nervig.
40 Verteidiger. Ja, so ist es ja. Da ist, du hast nur einen Stürmer, der dann dazwischen drei oder was auch immer herumsteht und sich dann halb tot lacht da eben. Lol, die Noobs, ey. Was willst du mit Verteidigung, ey? Du müsstest da 10 Torhüter stehen haben, damit jeder das bringt ja nicht mal was. Du kannst ja das Tor zumauern. Jetzt bring mich nicht die ganze Zeit zum Lachen. Oh, nimm die fucking Pille doch mal an, ey. Das ist ja Rage Mode angesagt, ey. Ja, genau. Es kotzt mich an, dieses scheiß Impact Engine. Geh sterben, FIFA. Geh sterben, EA. Das ist doch echt beknackt mit dieser behinderten Impact Engine. Ich möchte 3 Animationen haben, wie ein Spieler fallen kann. Das reicht mir. Nicht mehr diese Behinderung. Die springen alle aufeinander. Das ist echt. Die rapen sich immer gegenseitig und dann legen sie auf den Boden. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Alter, ist gut jetzt. Ich fange schon an zu weinen vor Lachen. So, jetzt hier, Kopfballtor. Was willst du machen? Ich sehe den Punkt. Ich stehe da. Ich drück. Ich weiß gar nicht, was ich da drücken soll. Wahrscheinlich muss ich da. Das hat einfach gar keinen Sinn. Also, ich kann. Das Einzige, was da vielleicht bringt, vielleicht Torwart rausholen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich stell mich auf den Punkt. Ich drück. Hallo. Und was macht Dante? Ich habe meinen Afro hier in der Nähe. Lass mich mal kurz hier den berühren. Und dann schieße ich den Ball direkt auf deinen Torhüter. Ja, auf. Oh Gott, ey. Das ist einfach so zum Kotzen, diese verfickten scheiß Kopfbälle. Leckt mich doch am Arsch. Nee. Ich kann nicht mehr. Aber beim Eckball. Ja, boah, ey, schieß bloß nicht. Aber. Das ist doch alles beschissen hier. Dieses Scheißspiel, ey, es kotzt mich an. Aber beim Eckball, musst du einfach nur einen Torwart rausholen, mehr ist es nicht. Ja, aber es ist doch beschissen, so eine Taktiken, dass man da echt so einen Schrott spielen muss, nur weil halt Magneto auf dem Kopf hat. Magnetilo. Ja, es ist echt. Jeder Ball auf. Es ist. Es kann mir doch keiner sagen, dass man so genau zielen kann, dass man die immer auf den Kopf trifft. Also, das ist doch beknackt. Das ist doch alles. Ja, nee, ich flank aus egal welcher Position, der trifft schon den Kopf. Ich kann nicht mehr. Ja, es reicht ja, dass du nicht mehr kannst. Trotzdem triffst du ja. Du kannst einfach schießen nochmal. Fernschuss mit Toni Kroos, der geht auch immer rein. Ich kann nicht mehr. Ich hab Bauchweh jetzt. Oh, Kopfball, jetzt kommt's. Weißt du, da steht in den Kommentaren, du bist nur neidisch, dass du es nicht kannst. Mit den Kopfbällen. Ja! Ja, ich kann auch nicht laufen, das ist es ja. Ich stehe mit dem Ball und gebe einfach nur noch ab. Du hast ja noch nie eine Flanke geschlagen. Ich schlage 20 Millionen Flanken, aber die kommen ja nicht vorher. Guck mal, weil ich ja ständig angepümmelt werde. Ja, was willst du? Wo schießt du die Pelle denn hin? Ich versuche den in die Mitte zu schießen. Ich habe echt gerade hochgedrückt und der flankt den zum Mittelpunkt wieder. Natürlich stand da einer, war ja nicht verkehrt. Aber ich will den köpfen, der soll auf den Kopf gehen. Was ist denn das? Seit ich FIFA spiele, gehe ich immer nur über die Flanken. Ja, immer. Ich habe das auch gemacht, aber es geht bei mir überhaupt nicht. Das ist so beschissen. Deswegen kann ich das auch so gut. Also ja, es ist aber. Guck, ich drücke jetzt einen Knopf. Guck, ich treffe nicht den Kopf. Das kann mir doch nicht keiner erzählen, dass man das. Dass das immer Absicht ist. Ja klar, ich drücke ja mal den Knopf. Kreis. Drinne. Hier, tschüss, lauf, fette Sau. Und das hasse ich ja auch. Ich dock immer an diesen scheiß Gegnern an. Weißt du, ich sehe einen Punkt, will zum Gegner laufen. Es steht nur im Umkreis von 3 Kilometern einer in der Nähe. Und das macht er. Er dockt hinten an und hält sich fest. Ich krieg Luft weh, oh Gott. Das ist immer so. Ich sehe einen Gegner und er dockt hinten an. Hallo, na kuscheln. Das ist immer so, ey. Lass mich mal ausruhen. Ja, okay, hast noch 18 Sekunden. So, jetzt mache ich gleich mal ein Tor, dann ist alles wieder gut. Oh, Nick. Ich habe mich gerade bei vor Lachen im Ingrid.
Hast fast gekotzt und wärst dran erstickt, ne? Genau. Bei Breaking Bad. Was? Ja, so, ist das Spiel vorbei oder ist er Halbzeit? Nee, ja, Spielende. Sehr schön. So ein Beschiss mit diesen verdammten Flanken. Das ist doch alles. Das ist doch. Ja, nee, aber trotzdem, ne? Super gespielt. Ich drück mal hier ein Knöpfchen. Tor. Es ist so echt beknackt. Ihr könnt sie alle Knöpfe abschrauben am Controller. Brauchst nur links, rechts lenken und Flanke und schießen. Ja, na gut. Hauptsache, ich hab gewonnen. Aber echt. Ist ja okay. Jetzt mach ich dich mit meinem Bronze-Team fertig. Mhm. Ja. Gut, das war's erstmal für die Folge. Wir regen uns in der nächsten Folge weiter auf. Also, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Ciao.